Diese Platinen wurden von der Firma PCBWay produziert und mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Schaltung für eine frei programmierbare doppelte H-Brücke, die ich für meine zweite Projektseite Homo Faciens benötige. In diesem Video möchte ich näher auf die Platine an sich und deren Bestückung eingehen. Mit den Abmessungen 330x160mm handelt es sich nicht um eine möglichst kompakte Platine, die Bauteile sind vielmehr der Übersichtlichkeit wegen mit großen Abständen platziert. Auch die Verwendung von Durchsteckbauteilen trägt zu einem höheren Platzbedarf bei, vereinfacht allerdings den Lötvorgang. Das Layout ist zweilagig, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite befinden sich Leiterbahnen, an vorgesehenen Punkten sind beide Seiten leitend miteinander verbunden. Wie auf der Platine zu lesen, handelt es sich um ein Demoboard, mit dem die Funktionsweise einer H-Brücke erklärt werden kann, daher befinden sich auch die vielen LEDs in dem Schaltkreis. Für derartige Demoschaltungen verwende ich üblicherweise mit blankem Kupferdraht verlötete Bauteile. Durch das Angebot von PCBWay, mir für dieses Projekt die Platinen kostenlos zur Verfügung zu stellen, haben sich einige Vorteile ergeben. Zuallererst ist die Schaltung auf einer Platine bockstabil. Die Kupferdrähte meiner handgearbeiteten Schaltungen verbiegen sich leicht und ab und an bricht auch mal eine Lötstelle. Die leitenden Kupferbahnen zwischen den Bauteilen sind mit einer isolierenden Kunststoffschicht versehen, was die Gefahr von unbeabsichtigt herbeigeführten Kurzschlüssen minimiert. Die Bauteile sind beschriftet und können somit leichter referenziert werden. Die Möglichkeit, beliebige Schriftzüge und auch Grafiken aufdrucken zu lassen, macht die Schaltung in vielen Punkten selbsterklärend. Der Druck ist von hoher Qualität, auch kleine Schriftzüge sind klar zu lesen und die dünnen Linien der Grafiken besitzen saubere Kanten. Dank der Beschriftungen ist das Bestücken der Platine recht einfach. Auch das anschließende Verlöten auf der Rückseite der Platine gelingt sehr schnell. Verantwortlich dafür ist die aufgebrachte Lötmaske, also eine hitzebeständige Kunststoffbeschichtung, bei der lediglich die Lötpunkte frei bleiben. Somit wird das Lötsinn auf den vorgegebenen Bereich begrenzt, womit auch weniger geschickte Hände fehlerfreie Lötstellen produzieren können. Besonders hilfreich ist die Lötmaske bei eng aneinanderliegenden Lötpunkten wie bei den Sockeln für die ICs. Spritzer von Lötsinn oder Reste von Flussmittel können von der Kunststoffbeschichtung leicht abgewischt werden. Das Ergebnis ist eine übersichtliche, leicht handzuhabende Schaltung, die Erklärung zur Funktionsweise gibt's wie gesagt auf meinem Projekt Homo Faciens. Das Board habe ich mit der Open Source Software KiCad erstellt. Dazu muss zuerst die Schaltung gezeichnet werden. Im nächsten Schritt wird das Layout erstellt. Dabei werden die Bauteile zuerst auf der virtuellen Platine platziert.
Anschließend werden die Leiterbahnen halbautomatisch gezeichnet. Sind schließlich die Außenkanten gesetzt, können die benötigten Konstruktionsdaten geplottet, also exportiert werden. Diese müssen über den Onlineshop auf PCBWay.com hochgeladen und ein paar weitere Parameter wie Material und Farbe der Platine angegeben werden. PCBWay akzeptiert die von Keycard erstellten Daten nach der Prüfung durch einen Mitarbeiter. Geprüft wird dabei lediglich, ob die Platine entsprechend der erhaltenen Dateien produziert werden kann, nicht ob ihr irgendeinen Fehler in der Schaltungslogik produziert habt. Nach diesem Schritt dauert es nur wenige Tage, bis die fertige Platine mit einem Paket bei euch eintrifft. Der Produktionsfortschritt kann dabei auf der Seite von PCBWay beobachtet werden. Von einer Idee zu einer fertigen, professionellen Platine zu kommen, ist kein Hexenwerk. Was mit einer doppelten H-Brücke so alles angesteuert werden kann, davon gibt's reichlich Infos auf meinem zweiten Projekt, Homo Faciens. Hochaufgelöste Fotos dieser Platine und Infos zu PCBWay gibt's auf How Open Is This Gadget? In diesem Sinne, danke fürs Angugeln und bis bald!